Willkommen zurück bei World of Warcraft Plunderstorm. Ah, es ist wieder soweit. Ich weiß auch nicht. So, da bin ich. Wir sind Stufe 5. Wir legen direkt los, ohne große Ausschweifungen. Ich habe inzwischen den Solo-Modus ein bisschen alleine gespielt. Ich habe den Duo-Modus gestern Abend gespielt. Und ja... Ja, es ist okay, wer sowas mag. Ich will gar nicht sagen, dass das an sich nicht funktioniert oder keinen Spaß macht. Es ist nur nicht mein Spielmodus. Meine persönliche Meinung. Wir starten mal direkt ein Spiel. Wir machen jetzt noch ein Video. Ich verspreche euch nicht, dass es noch ein drittes geben wird. Ich weiß es nicht. Dann machen wir lieber nochmal klassischen World of Warcraft-Inhalt. Es macht Spaß, es funktioniert auch, alles gut, aber es ist halt... Es ist halt wie ein PvP-Modus. Ich wünschte mir, es gäbe ein wenig mehr für PvE-Inhalte, also für... Hallo, unser neuer Handlanger. Kumpel ist da. Ich wünschte, es wird ein bisschen mehr weniger PvP-orientierten Inhalt geben. Aber es ist halt ein Battle Royale. Was sage ich da? Battle Royale ist nun mal, alle Leute werden in eine Map geschmissen, bekämpfen sich, bis einer überlebt. Gut. Hier bei unserem guten Dakash Grimjoch können wir auch nochmal unsere Ruhmstufe einsehen. Wir können auch hier unsere Waffe ändern, ne? Genau, ich habe jetzt den verkalkten Claymore. Wow. Gut, Titel ändern, haben wir nichts Neues. Und die Besatzung. Ja. Man schaltet hier verschiedene Vorlagen frei und dann irgendwann auch mal hier ein Mount und dann glaube ich bei... 20 nochmal ein Mount und dann bei 39 Holly Roger, sogar für Classic. Es ist halt geil, die Belohnungen gefallen mir auch sehr gut, aber man gewinnt nur sehr langsam Ruf. Das muss ich schon sagen. Das ist sehr... Alle Mann an Deck. Da wartet eine Chance. Sehr schleppend. Aber wir machen mal nochmal eine Aufnahme. Ich werde mich auch noch ein paar Ruhmstufen hochbeißen. Mein Ziel ist es streng genommen ist mein Ziel, dass wir alle Belohnungen freischalten, aber das dauert halt wirklich sehr, sehr lange, ne? Bewegung! Es gibt Schätze zu finden! So, ihr habt gerade gesehen, das ist auch schon mal ein ganz guter Trick. Man kann mit dem Papagei schon mal direkt den ersten Gegner mitnehmen und dann hier auch so ein bisschen rumlaufen beim Schaden machen. Dass man nicht direkt getroffen wird. Ja, ja. Ein paar Sachen lernt man halt, ne? Wichtig ist immer, dass wir diese Aufgabe hier erfüllen. Jetzt in dem Fall zwei Kisten öffnen. Dafür gibt es nämlich ordentlich Kohle. Und die Kohle brauchen wir. Also den Ruf. So, jetzt gehen wir mal auf Kistensuche hier. Da ist ein anderer Spieler, das ist scheiße. Kannst mich gerne in Ruhe lassen. Und die mit anderen suchen. Ja, ihr merkt schon, ich bin halt nicht der PvP-Spieler. Ich bin einfach nicht der PvP-Spieler. In World of Warcraft weniger als in so manch anderen Spielen. Kann sein, dass wir den hier oben jetzt wieder treffen. Oder halt ihn. Stufe 4, geil. Ja, wichtig wäre, dass wir noch zwei Kisten öffnen. Dann wäre der Rest relativ egal. 100 Ausbeute ist sehr wenig. Gestern war ich im Schnitt beim Duo-Modus immer so bei... So grob im Schnitt immer bei
für Meute, alte Meute. Ja, es ist halt scheiße. Ich hasse diesen Spielmodus einfach. Und jetzt muss man sich... Das Schlimmste ist das, dass man jetzt durch... Okay, es war wenigstens nur ein Ladebildschirm. Wenn der Spieler stirbt, muss man manchmal durch mehrere Ladebildschirme. Es ist halt einfach nicht meins. Sind wir mal ehrlich, ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich auch... Also ich habe mich ja durch PvP durchgequält. Habe ich das aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich mal für die wöchentliche Aufgabe durch PvP durchgequält. Es ist für mich die Hölle. Es ist für mich allein, dass wir am Anfang immer runtergeschmissen werden. Wer hatte diese Idee, dass man da am Anfang direkt das Fass benutzt, wodurch alle... Es ist, naja. Nein, es ist ein Battle Royale. Wem es gefällt, dem gefällt's. Ich hasse PvP und ich mag PvP in World of Warcraft auch gar nicht. Wirklich gar nicht. Es ist ein riesiger Inhaltsblock, der für mich komplett irrelevant ist. Kann man von halten, was man will, aber ich bin wirklich der PvE-Spieler. Gerne auch Mythic Plus, ist mir egal, alles egal. Aber PvP ist wirklich ganz schwierig. Weil ich immer so, ich find's einfach immer unfair, wie gerade eben. Es ist immer so, ich bin auch immer ein bisschen überfordert und es ist... Ich wollte was... Ich trinke nochmal eben was. Also es ist, ja... Liegt aber ja an mir. Ich will nicht sagen, dass es am Spiel liegt. Das liegt daran, dass ich bin, glaube ich, zu alt dafür. Ist mir alles ein bisschen zu stressig, dass man dann direkt gefühlt tot ist. Und ich weiß auch nicht, es ist alles ein bisschen... Naja. Yay. Damit haben wir das Ziel erfüllt und das ist eigentlich das Wichtigste. Jetzt haben wir mit den 800 Bonusbeute, die wir jeden Tag bekommen, täglich 800 Bonus fürs erste Mal erfüllen. Das ist auch ganz nett. Haben wir jetzt schon unsere 1000 Beute zusammen. Und normalerweise, ich weiß ja nicht, wie lang das Event ist, ob man einfach jeden Tag sich nur die 1000 holen kann. Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. So. Ich bin auch eher so der Sneaky. Ich schleiche mich hier rum, lass die anderen sich mal bekämpfen, wir sammeln unsere Beute. Und die meiste Beute gibt es wahrscheinlich fürs Bekämpfen von anderen, das ist mir klar. Ein sehr auffälliger Zauber, ne, nach außen. Bewegung! Ein Sturm zieht auf! Gegrillt, okay.
Da ist ein anderer Spieler. Habe ich es geschafft? Ich glaube, ich bin entkommen. Ja, es ist nicht meins. Wie ich einfach weglaufe. Ja, ja. Was macht das? Kanalisieren. Errichtet ein Bollwerk, das erlittenen Schaden kurzzeitig negiert. Na ja, okay. Das ist eine Art Abwehrfähigkeit. Ja, so ist es, ne? Aber goldene Truhe nehme ich mit. Rauchbombe. Okay, ja. Was ist das? Stück ist. Ach, es gibt mehrere davon. Ich dachte, das ist ein einmaliges Ding. Sehr viele Vorratskisten hier. Leider keine Goldkisten. Zack. Ja, es ist halt ein Battle Royale Modus. Es ist. ihr seht das ja. Ich habe inzwischen so grob verstanden, wie er funktioniert. Aber... lila. Aber es ist, die dahin, die Ecke dahin gefällt mir sehr gut. Da vorne. Das sage ich auch schon seit Ewigkeiten falsch. Ja, dementsprechend, es wird wahrscheinlich im nächsten Video eher wieder ins normale World of Warcraft gehen. Aber ihr sollt ja die Inhalte alle sehen. Deswegen will ich euch auch das hier natürlich nicht vorenthalten. Ist. Oh oh, der Sturm gerät außer Kontrolle. Ja. Okay, aber das waren jetzt die goldenen 1372 Ruf. Das waren eigentlich jetzt die wichtigen heute, die man sich mitnehmen muss. Ja. Ja, es ist halt... Es ist genau das, was ich halt hasse. Man hat einen Charakter, man geht in ein Match, man stirbt, man geht raus, man startet ein neues Match. Ah, da bin ich halt wirklich... Deswegen mag ich auch Schlachtzüge und Raids so gern, wo man mit einer Gruppe dann lange sich durcharbeitet und nicht dieses... Das. Ihr seid gekommen, um etwas Spaß zu haben. Nee, ich... ich würde gerne Ruhmstufe... Ist das vielleicht 40 Tage lang? Dann mache ich jeden Tag eine Ruhmstufe. Wie wäre es damit? Ja. Ist aber alles Geschmackssache. Ich will es nicht schlecht reden. Ich finde auch die Grundidee nicht verkehrt, dass man einfach mal sagt... Warum habe ich jetzt wieder den anderen... Naja. Dass man einfach mal sagt,
Wir bauen in World of Warcraft einfach mal was anderes ein, was es bisher nicht gegeben hat. Finde ich cool. Nur für mich ist es leider nichts. Ich habe da, natürlich denke ich mal im Hinterkopf, hätte man da nicht was Geiles PvE, PvP-mäßiges machen können. Muss WoW einen Battle Royale-Modus haben? Warum nicht direkt ein eigenes Spiel machen und WoW lieber intern weiterentwickeln? Aber ich habe da kein Problem mit. Und wenn es Leuten Spaß macht, umso schöner für die Leute. Für mich halt leider nicht. Und ja. Ich will halt nur die Belohnungen haben. Das ist am Ende mein Ziel. Auf und ab dafür. Habt ihr schon mal Ninarius gesehen? Oh, ich finde den so schön. Okay, so, runter und ab dafür. Der war total im Angebot, der Ninarius. Ich hab den gesehen da vorne, keine Sorge. Nein, was? Oh mein Gott, das war richtig schlecht. Ich hätte mich heilen müssen. Raus, raus. Okay, es hat geklappt. Ja, geil. Das war schlecht. Okay, der war Stufe 1. Hat die das extra gemacht, dass da der Zauber lag als Falle vor dem Busch? War das extra? Naja, schlecht. Wer hätte es gedacht? Ich bin schlecht in dem Spiel. Ja, es ist halt, ja. Ich werde aber wahrscheinlich auch... Ah, wobei... ich habe auch schon überlegt, ob ich die Playlist oder das, die nächsten Videos dann unter Saat der Erneuerung oder eben unter Plunderstorm laufen lassen soll. Weil das Logo ist ja auch gar nicht mehr das Dragonflight-Logo. Da bin ich auch noch so hin und her gerissen, wie ich die Thumbnails jetzt machen soll. Ja, es ist okay. Und wahrscheinlich hatte gerade eben die Blutelfe auch den Spaß ihres Lebens, aber es ist halt... nichts für mich. Deswegen, ich werde wahrscheinlich die Erfahrungsstufen alle mitnehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mich da echt durchquäle. Aber wahrscheinlich mache ich dann, wenn das erledigt ist, auch drei Kreuze dran. Ne? Also es ist. Ich hoffe auch, dass vielleicht noch ein kleiner Boost kommt, dass man noch etwas schneller hier durchkommt. Aber. Wieder einen komischen Tonbug gerade, ne? Ich muss mal kurz was gucken. Das hatte ich in letzter Zeit häufiger. Ich stelle hier mal kurz was um. Wave out. Vielleicht ist jetzt besser. Das Plünderabenteuer ist bald los.
Na, deswegen, also mein Ziel ist einfach nur überleben, so lange wie möglich, möglichst viel Loot sammeln. Andere Spieler sind mir egal, mir ist auch egal, welchen Platz ich einnehme. Ich will nur Loot sammeln. Oh Gott. Okay, der geht zur lilanen Kiste. Der auch. Ja, das ist natürlich... Verarschen. Hat er sich gerade ausgelockt? Heilige Scheiße, wie lächerlich ist das denn bitte? So macht man das also, ja? Ich gehe mal schnell jetzt zur Kiste. Das ist ja lächerlich. Naja. Ich bin außer Reichweite. Da ist ein anderer Spieler, Stufe 4. So, das ist auch wichtig, dass wir immer schön die Traumwächter freischalten. Nee, das ist immer noch ein Glitch. Okay. Oh oh, der Sturm gerät außer Kontrolle. Ja, ja. Ja, was soll ich sagen? Ah, den Fisch finde ich auch echt nicht so... Was ist denn der Stufe 1, ne? Hey, der ist blau. Okay, jetzt. Ja. Ja. Es ist halt, ja. Wahrscheinlich müsste man sich... Gut, ich habe mich vorhin auch ein bisschen aufgeregt, aber grundsätzlich hat sich jetzt gerade echt der eine Spieler ausgelockt und man bekommt dann auch keine Belohnung. Das ist natürlich auch kacke gemacht. Eigentlich müsste man, gut, das habe ich jetzt nicht laut gesagt, ne, sich einloggen, die 200 für den Erfolg machen für die 250 und Spiel wechseln. Ist das, was ich meine? Und immer nur die 250 mitnehmen. Das ist natürlich auch geil, ne? Dann loggen sich die Spieler aus. Hier wurde jemand getötet. Und so verwehren die einem anderen im Nachhinein den, das Geld. Die Beute.
Glücki! Ja. Ja. Aber hey, wir sind Ruhmstufe 6. In 26 Minuten Ruhmstufe gestiegen. Das ist okay, auch nur wegen dem großen Bonus natürlich. Ja, das ist Plunderstorm. Jetzt habt ihr das gesehen. Also viel mehr Schleicherumhang. Viel mehr passiert halt nicht. Es ist halt auch von den Fähigkeiten her, habe ich das Gefühl, ich habe alle jetzt gesehen in so 2-3 Spielstunden. Es ist ganz nett, aber es ist halt, ja. Hallo, nichts für mich. So, und jetzt sind wir eine Stufe weiter. Jetzt haben wir Glücki bekommen. Ein Kampfpad. Glücki. Als nächstes bekommen wir einen Umhang. Dann bekommen wir eine Kanone, okay, das ist aber nur, okay, das ist auch eine Vorlage, okay, dann kommt eine Kappe und dann kommt schon das erste Mount. Das Schwert möchte ich auch auf jeden Fall haben. Ja, es ist halt echt die Sache, ne, also den Papagei möchte ich auch haben. Es ist halt, boah, es ist halt farmig, ne, also es ist schon, ich würde mich nicht beschweren, wenn die sagen, wir verdoppeln nochmal den... Oder die sagen halt, das geht jetzt 2 Monate lang. Wenn die sagen, wir begrenzen das auf 2 Monate... wäre ich auch einverstanden. Oh Gott. Ich habe auch kein Ziel bekommen. Diesmal, okay. Plündern, plündern, plündern. Okay. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht mit Add-ons oder so, ne, ob da schon, wenn man sich da jetzt schon großartig Vorteile mitmacht, Schadensmaximierung, also ich mache ja alles so random wie irgendwie möglich, ihr merkt's ja. Ah, so funktioniert das Item, okay. Die haben sich jetzt schön bekämpft und ich bin abgehauen. Und im Idealfall lässt er mich jetzt in Ruhe und alle sind glücklich. Ja.
Ich kann auch nicht sagen, ob andere Spieler jetzt wirklich sehr stark auf PvP gehen oder ob man eher sagt, man lässt es. Also ich habe das Gefühl, dass alle mich immer direkt töten wollen. Wahrscheinlich, weil ich immer vom Level her schlechter bin als die anderen. Aber es ist halt auch dieses, naja. Sehr geil. Okay, wir sind jetzt relativ gut immer dabei, ne? Ich sneak mich hier gut an anderen Spielern vorbei, glaube ich. Also keiner muss sich mit mir streiten. Ich bin vollkommen zufrieden, wenn ich einfach nur hier rumlaufen darf. Ich will auch niemandes Loot haben. Bin ganz pflegeleicht. Aber guck mal, 700. Das ist okay. Also. Na, ah, hier sind Überspieler, okay. Das Lager der Bleichborken. Ja, das Arathi-Hochland ist ja auch eine bekannte Spielmap, sowohl von der Kriegsfront damals, genau. Stufe 8. Boah. Aha, guck mal. Nee. Da muss man aber erstmal treffen, ne? Ja, aber hey, noch 10 Spieler und wir haben bis jetzt recht sneaky hier unsere Erfahrung gesammelt. Ich bin zufrieden.
Ein Schneemann. Auch diesen Zuschauermodus ist ja ganz nett. Ich glaube, das ist ja auch typisch Battle Royale, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand aktiv zuguckt. Die meisten sterben frustriert und hauen direkt ab. Oh. Noch 4 Spiele. Ja, das ist so weit bin ich noch nie gekommen. Ich glaube, wir sind 4 sehr passive Spieler. Diese typischen Randläufer. Immer noch 4? Oder? Oh Gott, da war jemand. Ich bin weg. Alle mit ihren Superfähigkeiten, ne? Bin ich ja auch komplett raus. 10, Killer B. Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Ja. Viertletzter. Vierter. Viertletzter. Ja, aber Ruf bekommt, also Bonus bekommt man jetzt nicht, ne? Nur wenn man gewinnt. Das ist schon heftig. Ja. Spektakulär. Wir haben auch eine Quest bekommen. Die gucken wir uns gleich an in Waldracken. Wir machen noch eine Runde, da habe ich auch keinen Bock mehr. Und dann gehen wir mal nach Waldracken. Also wir könnten einfach pro Tag 2 Ruhmstufen machen. Da wäre das 20 Tage. Wie lange geht denn das Event? Es wäre dann jeden Tag ein Stündchen. Also ich würde es wahrscheinlich nicht immer aufnehmen. Also das, ich will jetzt auch keine hunderte Videos mit Plunderstorm füllen.
Aber perspektivisch gesehen will ich die Belohnungen halt haben. Ein Kliffer auf der Suche nach schnellem Gold? Aber ich habe ja erst eine gemacht. Ach du Schreck. Ja, okay. Ja. Ich weiß halt... Der Kalender... Ich guck mal. Wie lange ist bisher nicht bekannt. Das ist halt das Problem, ne? Ich würde mich halt ärgern, den Papagei nicht zu haben, mit seinem coolen Captain-Hut. Draußen sieht es auch richtig beschissen aus gerade. Das würde mich schon ärgern, wenn ich den nicht hätte. Wir machen noch eine Runde. Und dann gehen wir nochmal nach Waldracken. Mal sehen, wo aus ihr Wasserratten gebracht seid. Dann gehen wir nochmal nach Waldracken und dann war es das auch für dieses Video. Das ist dieser Schnitt, ne? Oh Gott. Oh Gott. Viel zu viel Loot für den Anfang. Gegenstände gesammelt. Warum hatte ich vorhin denn kein Ziel? Ich wurde um 250 beraubt. Eine goldene Truhe. Runter. Wie ist denn das so? 7, 8. Okay, müssen schon verschiedene sein, schade. Oh oh, der Sturm gerät aus. Ah, da ist ein anderer Spieler. Dann bin ich mal schnell out. Weil jetzt hätte ich gerne die 250 noch, weil zwei Gegenstände sammeln ist ja sehr nett. Ja, nee, magische Truhe. Scheiße. Boah, jetzt freut man sich darüber mehr, ne?
Komm, nur eine Vorratstruhe und ich bin wirklich zufrieden. Da kämpfen schon welche. Magische Truhe. Schade. Ich meine, ist auch okay. Ärgerlich, dass wir nicht die 250 noch bekommen haben. Ja, machen wir noch eine Runde? Dann ist aber gut. Weil wir jetzt gerade mal bei 48 Minuten sind. Ja, es ist okay, aber es ist halt, ja, es ist eher, wie sage ich das? Es ist halt dieses, hey, ich muss es machen und nicht, ich möchte es gerne machen. Würde ich so vorsichtig... Ihr seid gekommen, um etwas Spaß zu haben. Wie? Ja, total. So würde ich es vorsichtig formulieren. Jetzt gerade mal. Wir haben jetzt gut 1,5 Ruhmbalken gemacht. In einer guten Stunde. Ja, in 50 Minuten. Das ist schon. Es ist die Frage, wie lange das Event ist. Also jeden Tag einen Ruhmbalken bin ich voll dabei. Dann muss es halt auch einen Monat lang gehen, ne? Das über die nächsten Wochen andauert. Über die nächsten Wochen. Also mindestens 2 Wochen. Ja, ja. Mal sehen, du aus, ihr wacher Ratten gemacht seid. Und es wäre halt schon viel wert, wenn man seinen Charakter kopieren könnte. Oh, ja doch. Aber schon wieder das Ziel, 2 Gegenstände bekommen, ne? Und keine Vorratskisten in der Nähe.
Ja, normalerweise müsste man sich viel mehr auf die Ziele konzentrieren, ne? Ich glaube, dann wird man rein loot-technisch besser wegkommen, wenn man immer diese 250... Nee, gib wieder, ja. Der war schon rot, habt ihr das gesehen? Also ich habe 0 von 2 Gegenständen. Ja, diese 250 hier oben, die sind eigentlich das, was am meisten bringt. Meiner Meinung nach. Bewegung! Ein Sturm zieht auf! Ist das eine Vorratskiste? Eine magische Truhe schon wieder. Goldene Truhe ist auch nicht schlecht. Was ist das? Verkleidet euch als einfacher Strauch. Ihr und eure Verbündeten seid unsichtbar. Hat ja auch was, ne? Schließ die Luken! Sturm am Horizont! Ja, scheiße. Ja, mit diesen Gegenständen sammeln, ne? Das ist schon übel. Ja. Ja, es ist halt ein Spielmodus, ne? So, wir gehen mal nach Waldracken. Zack.
Und geben mal die Quest ab. Die Quest haben wir mit Stufe 5 bekommen. Mit Ruhmstufe 5 erhält man diese Quest, die einen dann nach Waldracken führt, denn es gibt irgendwie auch eine neue Währung oder sowas. Sehen wir uns jetzt mal im Detail an. So. Und zwar haben wir hier in der Ecke im zum gerösteten Geißbock jetzt unsere Charaktere aus dem neuen Patch sitzen. Plix Plappermaul, Polly Roger und natürlich auch Darkash Grimjoch. Hey da, wir suchen ja keine Helden, die es mit Göttern aufnehmen. Kennt ihr irgendwelche tapferen Säbelrassler? Schickt sie zu mir. Paket mit Fassstempel. Den haben wir nämlich bekommen und das war hier eine Quest. Moment, hier. Bringt die Notiz mit Fassstempeln zu Darkash Grimjoch. Eine unscheinbare Gestalt drückt euch einen Zettel mit einem kleinen, zerknitterten Paket daran befestigt in die Hand und verschwindet geschwind in der Menge. Die Buchstaben auf dem Zettel wirken grob gekritzelt, wie mit einem in Tinte getauchten Dolch geschrieben. Hier ist euer Teil der Beute. Habt die Kameraden ins Gasthaus geschickt. Ihr schaut nach, ob noch etwas anderes auf dem Zettel steht und findet unten am Rand das Bild eines Fasses. Ihr schüttelt das Paket vorsichtig und hört das untrügliche Geräusch klimpernder Münzen. Münze mit Fassstempel. Eine Münze mit einem unpräzisen Bild eines Fasses drauf. Darkash Grimjoch im gerösteten Geißbock in Waldracken würde sich dafür interessieren. Ihr habt ein Paket von Fasshaxe bekommen, was? Ich weiß ja nicht, inwieweit ihr in unsere Geschäfte involviert seid, aber es steht mir nicht zu, den Kapitän in Frage zu stellen. Seht euch den Kram hier an, den ich geplündert habe. Ich gebe euch ein paar gute Sachen für diese Münzen. Was kann ich für die Münze mit Fassstempel bekommen? Piratenbeute. Es gibt nur eine pro Battle.net-Account und sie riecht komisch, aber sie enthält immer noch einen Ausrüstungsteil von Season 3 aus Amedrasil, Hoffnung des Traums, auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Ist verschlossen. Oh. Flugsteiner. Okay. Brennbares Tuchblatt. Na gut, das ist ein gutes Item. Ob das jetzt sinnvoll war, dass ich das mit ihr benutzt habe, weiß ich nicht. Ja, schön. Also es gibt jetzt hier die Möglichkeit, die Aufwertungs-Items zu kaufen. Waffis, Knabberlis, Glücksbringer und Beute. Fantastisch. Gut, wir haben den Ruf voll bei unseren guten Archivaren hier. Archive von Azeroth. Etabliert. Da sind wir durch. Und können das hier auch rausnehmen. Zack. Und werden auf jeden Fall dann in der nächsten Aufnahme, ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, in der nächsten Aufnahme geht es dann wieder mit Dragonflight weiter. Höchstwahrscheinlich, vielleicht mache ich auch nochmal einen Plunderstorm, ich weiß es noch nicht, aber wir werden auf jeden Fall dann hier nochmal hin müssen, denn ich habe noch einen Fund, die Drachenhornflöte gemacht, die geben wir noch ab. Und wenn wir das gemacht haben, schauen wir uns mal bei der Ausgrabungsstelle hier unten die Notizen an, denn dort gibt es jetzt ein Buch, in dem die ganze Geschichte der Ausgrabung beschrieben ist. Man hat ja mit jeder Ausgrabung Informationen gesammelt und nachdem man alle Informationen beisammen hatte, hat sich da dann ein Buch gefüllt oder mit jeder Information kam eine neue Seite dazu und das würde ich euch gerne einmal vorlesen. Gut, so, das war Video Nummer 2 zu Plunderstorm. Mal schauen, ob es ein Video Nummer 3 geben wird. Ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich jetzt jeden Tag ein bisschen spiele, um die Ruhmstufen zusammenzubekommen. Und entweder sehen wir uns zu Plunderstorm oder zu normalen World of Warcraft Dragonflight, zu Classic, da geht's auch bald weiter, oder aber zu einem anderen Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mit irgendeinem Spiel, irgendwo. Wir sehen uns wieder. Ciao.